Die einen wollen, die anderen wollen nicht Flüchtlinge aufnehmen. Geeinigt hat man sich aber jetzt dennoch auf ein Hilfspaket, nämlich in Form von Direkthilfe unten auf Lesbos. Karl Wendel, der Außenpolitikchef der Tageszeitung Österreich, ist im Studio zu Gast. Karl, vielen Dank fürs Kommen. Auf was hat man sich da jetzt denn im Detail geeinigt? Im Detail schaut die Hilfe so aus. Bereits Mitte kommender Woche werden zwei große Transportmaschinen nach Lesbos fliegen, von Wien-Schwechat an Bord. Diese Transportmaschinen werden sein 400 voll ausgestattete Familienzelte, also diese Zelte UNHCR-Norm, haben Platz für 5 Personen, haben Heizungen und Beleuchtungen. Dann 2700 aufblasbare Matratzen samt Polster und Bettwäsche, 7400 Decken und 2000 Hygienepakete, insgesamt sind das 55 Tonnen, die von Wien nach Lesbos geflogen werden. Das sind 150 Paletten Hilfsgüter. Also es ist eine Soforthilfe und darauf hat man sich geeinigt. Denn eines ist klar, also Kurz und Innenminister Nehammer, sie wollen unter keinen Umständen weitere Flüchtlinge in Österreich aufnehmen, schon gar nicht ausfliegen aus Moria. Das hat der Kanzler hinlänglich erklärt, warum er das so sieht. Die Grünen und auch viele andere in Österreich sind da natürlich gänzlich anderer Meinung. Aber Fakt ist, zumindest die Hilfe vor Ort wird rasch funktionieren. Mit an Bord dieser beiden Hilfsflugzeuge werden auch sein ein Arzt des österreichischen Bundesheers und 10 Sanitäter, die dann auf Lesbos sofort beim Wiederaufbau des neuen Camps helfen werden. Außerdem hieß es, man habe sich darauf verständigt, die Höhe des Auslandskatastrophenfonds aufzudoppeln, und zwar von 25 auf 50 Millionen Euro, relativ jetzt, glaube ich, gleich einmal jährlich. Das wird auf jeden Fall geschehen, und dieser Einsatz jetzt in Griechenland wird auch aus diesem Fonds mehr oder weniger bedient, aus dieser riesigen Summe. Also man muss schon sagen, diese rasche Hilfe ist eine gute Hilfe. Das ändert aber das Problem vor Ort überhaupt nicht. Also es geht nach wie vor um die Evakuierung von bis zu 4000 Minderjährige von Moria, und nur das wird nicht geschehen, auch dann nicht, wenn, so wie ich jetzt aus dem Innenministerium gehört habe, die Flüchtlingszahlen inzwischen schon wieder deutlich ansteigen. Aber wie gesagt, Österreich hilft sofort, und eine Million ist schon im März zur Verfügung gestellt worden, und jetzt wurde das noch einmal aufgestockt. Ob das Problem in irgendeiner Form lösen wird, ich glaube nicht. Es braucht diese europäische Solidarität. Was ist vor Ort geschehen? Inzwischen sind zumindest diese Zusammenstöße, die es gegeben hat in den vergangenen 48 Stunden, ausgeblieben. Also 2000 Flüchtlinge versuchten ja gestern in die Inselhauptstadt vorzudringen. Das ist mit Einsatz von Tränengas verhindert worden. Vor Ort sind inzwischen eine kleine Zeltstadt, ein neues Camp, ist inzwischen aufgebaut worden. Ich glaube, das gibt Platz für 300 Personen. Das ist ein Tropfen auf den sehr, sehr heißen Stein in Lesbos. Also insgesamt, wie wir ja wissen, sitzen dort noch 13.000 Menschen fest.